Gold ist und bleibt für viele Anleger eine interessante Investition, egal wo der Preis gerade steht. Angesichts der Gelddruckorgien der Notenbanken weltweit wundern sich jedoch mittlerweile viele Investoren, warum der Goldpreis weiter rumdümpelt und er vor allen Dingen nicht viel höher steht. Wir hier bei Privatinvestor TV wollen aufklären auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart und wollen mit Thomas Bachheimer sprechen, der hier neben mir steht. Er ist Europapräsident des Goldstandard-Instituts. Herr Bachheimer, damit naturgemäß ein Goldfan. Erste Frage. Wir sehen viele Kriege und Krisen. Wir sehen viele Unsicherheiten bei Investoren. Die Notenbanken drucken weiterhin fleißig Geld und trotzdem ist der Goldpreis nur bei circa 1200 Dollar plus minus. Haben Sie eine Erklärung für diese Diskrepanz? Ja, selbstverständlich. Der Goldpreis ist in Zeiten von künstlichem Geld und unnatürlichem Geldes natürlich ein Zeugnis für die Währungshüter und auch für die Finanzminister. Je höher der in meinem Währungsgebiet steigt, der Goldpreis, desto unangenehmer wird es für mich, weil es zeigt, wie chancenlos das Wirtschaftssystem laufen würde. Dadurch sind Notenbanken, die das Ganze orchestrieren, im höchsten Maße daran interessiert, diesen Goldpreis unten zu halten. Das gelingt ihnen zurzeit vortrefflich. Es bleibt sich halt nur zu fragen, wie lange das noch so bleibt. Ihr Institut plädiert vor diesem Hintergrund für eine Rückkehr zu goldgedeckten Währungen. Was wären denn die Konsequenzen daraus? Ja, wir leben jetzt in einer Zeit, wo die monetäre Staatsfinanzierung die budgetäre Staatsfinanzierung ablöst. Das heißt, budgetäre Staatsfinanzierung, ich muss mit den Steuereinnahmen als Politiker leben können. Monetäre Staatsfinanzierung erlaubt mir Tricks. Mit einem künstlichen Geldsystem kann ich Tricks anwenden, die natürlich ein System verlängern, eine Währungsvision aufrechterhalten. Ich kann einen unfinanzierbaren Sozialstaat führen und ich kann meine Wahlversprechen damit finanzieren. Das wäre bei einem Goldstandard nicht mehr möglich. Ein Goldstandard zwingt die Politik zum vernünftigen Handeln. Sie können das Geld nicht beliebig vermehren. Sie müssten darauf achten, dass der Bürger die Steuerlast, die persönliche, mit den Staatsaufgaben vergleichen kann. Ja, das ergäbe wieder die Konsequenz, dass der Bürger natürlich effiziente Politiker wählen würde und nicht nur jene, die heuchlerische Versprechen abgeben und diese dann mit diesen Tricks, mit diesen betrügerischen Tricks finanzieren, wie es heute der Fall ist. Sie sprechen immer wieder von manipulierten Märkten, haben Sie vorhin auch getan, mit Blick auf den Goldpreis. Welchen Wert hätte denn ein Goldstandard in einem derartigen Umfeld überhaupt? Naja, da muss man fragen, warum muss ich manipulieren? In einem Goldstandard muss ich nicht manipulieren. Wir manipulieren oder Banken und Politik manipuliert im Moment die Finanzwelt deshalb, weil man eine Vision gründen möchte, nämlich eine Vision der Währungskonstante. Um diese Vision aufrechtzuerhalten, dass die Währung eine Konstante ist, eine beliebig vermehrbare Währung kann aber niemals konstant sein, ja, um diese Vision aufrechtzuerhalten, muss man alle anderen Parameter in der Wirtschaft wie Aktienpreise, Goldpreise, Zins, Währung und Wechselkurse, das muss man dann alles manipulieren, nur um eine Konstante zu halten. Im Goldstandard hätte ich die Konstante natürlich. Ich habe eine ganz spannende Zahl gelesen, Herr Bachheimer. Die Zentralbanken dieser Erde halten ca. 33% allen bekannten Goldes. Darf man daraus schlussfolgern, dass die Banken, die Notenbanken sich selbst und ihre eigenen Politik nicht mehr ganz trauen, wenn die so viel Gold horten? Ja, selbstverständlich. Also wenn jemand sein Produkt nimmt und das gegen was anderes austauscht, dann hat er einen Grund dafür. Und er zwingt uns noch dazu, also über die Medien wird uns gesagt, dass das Währungssystem sicher ist. Wir haben aber auch Gesetze, die Legal Tender Gesetze, die uns zwingen, diese Währung anzuwenden. Aber in Wirklichkeit, die die Währung konstruieren, sind seit 2010 Nettokäufer und haben bereits 33% allen Goldes. Mir erscheint, es kommt ungefähr so, als wie wenn der Herr Zetsche, der Chef von Daimler, auf einer Bühne sagt, wie toll Mercedes ist und dann mit dem BMW wegfährt und seine Frau und seine Kinder haben auch einen BMW. Ist ein bisschen unglaubwürdig, genauso sind die Notenbanken im Moment. Ich habe bei der Recherche für dieses heutige Interview auch von einem sogenannten persönlichen Goldstandard gelesen. Was hat es damit auf sich? Ja, wir brauchen einen Standard, wir brauchen eine Konstante, vor allem in der Finanzwelt. Diese ganzen Booms und Busts, die durch die Notenbankpolitik kreiert werden, die enteignen und entrechten uns. Und wenn jetzt schon der Staat den Goldstandard nicht einführt, muss man sich ihn persönlich einführen. Man sollte sich Gold zulegen, freie Geldkapazitäten umwandeln. Man schützt sich vor der Enteignung, vor der Entrechtung. Man schützt sich vor einem gewissen Kaufkraftverlust. Und irgendwann einmal
wird dieses Geldsystem, und das glaube ich auch, das wird innerhalb der nächsten paar Jahre sein, zusammenbrechen, in sich zusammenbrechen. Und mit einem Gold hat man wieder ein Tauschobjekt, um sich für die nächste Generation des Wirtschaftslebens vorzubereiten und sich Produktionsmittel zu beschaffen in einem Moment, wo niemand mehr einen Euro annehmen wird. Also, wie lautet Ihr Fazit angesichts der vielen klaren Worte, die wir jetzt auch wieder von Ihnen gehört haben? Das Fazit ist, Bankpolitik sind ein Klüngel, Rechtssystem, man hat sich des Rechtssystems bemächtigt. Seit einigen Jahren helfen die Medien auch kräftig mit, um die Bank- und Politikachse an der Macht zu halten. Das geht über ein schäbiges Geldsystem. Wenn wir ein neues Geldsystem kreieren würden, ein gebundenes Geldsystem, kann uns die Politik nicht mehr verschulden. Ich fordere alle Marktteilnehmer zum Widerstand auf. Entweder aktiv tun Sie was, wählen Sie anders, machen Sie die Dinge anders oder kaufen Sie sich Gold und legen Sie sich das an und lesen Sie nicht mehr die Mainstream-Zeitungen. Thomas Bachheimer, ich danke Ihnen ganz herzlich. War wieder ein sehr, sehr klares Interview. Deshalb haben wir Sie auch gerne eingeladen. Thomas Bachheimer ist Europapräsident des Goldstandard-Instituts hier auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart. Ihnen noch eine erfolgreiche Zeit und viele erfolgreiche Kolumnen. Dankeschön.